Wer kennt es nicht? Man ist am Dekorieren und sobald man versucht, ansatzweise etwas Ansehnliches oder gar Kreatives zu gestalten, gibt es immer wieder kleine nervige Details, die das Dekorieren einfach unerträglich machen. Und somit hier ein weiterer Glitch, der dein Leben verändern wird. Viel Spaß! Seit kurzem geht ein unfassbarer Glitch um die Welt, der dafür sorgt, dass du Gegenstände in der Mitte eines 2x2 Meter großen Tisches platzieren kannst. So etwas ganz Neues ist es jedoch gar nicht, da es diese Möglichkeit bereits im Innenbereich deines Hauses gibt. Da ist es so, dass du mit Hilfe eines Tools, welches durch Animal Crossing Happy Home Design bekannt geworden ist, Objekte beliebig platzieren kannst. Wie beispielsweise eine Kerze in der Mitte deines Tisches oder gar Regals. Draußen jedoch wird dieses Tool nicht mal ansatzweise angeboten und wir müssen uns mit dem wunderbaren Kästchenraster zufriedenstellen. Somit wird dir standardmäßig gar nicht erst ermöglicht, Gegenstände im Zentrum eines Objektes zu platzieren, was unfassbar nervig ist. Danke, Nintendo. Könnt ihr euch eigentlich noch an meinen letzten Glitch erinnern? Dem Spieler wurde es damals ermöglicht, sich mithilfe dessen in Flüsse zu glitchen. Oder aber auch, wie die liebe Animal Crossing Community herausgefunden hat, in Pools oder gar Snackautomaten. Dementsprechend sind Tische nun das nächste Ziel in der Community gewesen. Also auch hier müsst ihr wie gewohnt eine weitere Ebene terraformen und die untere linke oder rechte Ecke abrunden. Platziert dann ein Puzzleset oder generell einen flachen Gegenstand und klettert die Ebene hinauf. Dann an der unteren Ecke wieder hinunterklettern und wie gewohnt ein bisschen hinherlaufen und nach kurzer Zeit wirst du in den jeweiligen Gegenstand geglitscht. Und dann solltest du einfach den gewünschten Gegenstand platzieren und zack, er ist in der Mitte deines Tisches. Natürlich muss man immer wieder bedenken, dass es sich hierbei um einen Glitch handelt, der jederzeit, vermutlich durch das nächste Update, gefixt werden kann. Bestes Beispiel hier, der Wasserfall-Glitch. Ein weiterer Grund, diesen Glitch direkt anzuwenden. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Welche Möglichkeiten sind euch noch mit diesem Glitch bekannt und welche Arten von Glitches kennt ihr noch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Außerdem würde ich mich mega über ein Abo freuen, also auch hier, wenn ihr die Cartunity wachsen lassen wollt, dann immer gerne. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank an meine Mitglieder, wie beispielsweise Hoppel, Simon, Stephanie und den vielen weiteren, die mich auf diesem Kanal tatkräftig supporten und unterstützen. Danke dafür. Und dann würde ich einfach sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, wir sehen uns und bis zum nächsten Mal.